ist halt die Gruppe der Menschen, die die ganze Zeit meine Nerven kostet. Oh ja. Hier der Kollege hier, Benjamin, der gut aussehende. Ja. Der ist Kunde bei uns. Erzähl mal, wie ist es denn so, mit uns zusammenzuarbeiten? Ja, eigentlich ganz geil, ne? Also ich war ja schon bei vielen anderen Online-Marketern. Echt? Und ja, und ich muss sagen, im Gegensatz zu die, seid ihr schon echt eine andere Klasse. Also ihr habt mehr, viel, viel mehr Wissen, viel, viel mehr Kompetenz und man kann extrem viel lernen. Also ich muss sagen, im Gegensatz zu allen anderen, da kommt keiner dran, bis jetzt. Also ich muss schon... Ich bin echt zufrieden. Danke. Konnten auch bis jetzt sehr gute Resultate mit euren Vorlagen. Manchmal ein bisschen schwierig, wenn Anleitungen zu folgen. Ne? Aber ja, wir haben kleine Anfangsschwierigkeiten, aber so langsam geht's. Also wir wissen auch langsam, wie alles funktioniert. Man muss ja erst auf die Fresse fliegen, um zu lernen, oder nicht? Solange wir wieder euch aufheben, ist alles gut. Ne? Ja, richtig, richtig. Da habe ich 2,5 Jahre lang Follow-up machen müssen, bis er gekauft hat. Jetzt ist er hier, jetzt sehe ich ihn zum ersten Mal in der Realität. Also Leute, niemals aufgeben. Man kann auch 2,5 Jahre lang jemandem Follow-up machen und dann am Ende trotzdem noch einen Kunden gewinnen. Ich bin der Beweis dafür. Ich habe gerade erzählt, dass ich 2,5 Jahre... Warum sollte man 2,5 Jahre Follow-up machen? Ja, weil es sich lohnt. Wir haben gerade den Andi getroffen. Der Andi war 2 Jahre im Funnel. Ja. Es hat sich dann doch gelohnt, auch für den Andi. Richtig. Aber widerspricht das nicht dem, dass man sagt, dass man irgendwie der Experte ist und man hat es nicht nötig? Wenn man weiß, dass man der Experte ist, macht man das, um ihn zu retten. Das habe ich auch wirklich immer wieder so deswegen gemacht. Ich habe ihn immer wieder angerufen. Im Prinzip, wenn ich sage immer wieder, heißt das immer mal alle 6 Wochen irgendwie eine Nachricht geschickt. Ich weiß noch, ich hab, vielleicht kann man meinen Chat hier so einblenden. Aber ich habe ihm noch an Silvester letztes Jahr, habe ich ihm noch um 16 Uhr geschrieben, an deiner Stelle würde ich mich heute entscheiden, weil die Preise nächstes Jahr steigern. Nee, also eine der wichtigsten Regeln im Verkauf ist, dass man auch die Nachverfolgung macht, das Nachfassen oder Follow-up, wie wir es eher lieber nennen, bedeutet, du hast einen Termin gehabt, du hast ihn nicht abgeschlossen, ihn einfach wieder anzurufen und am Ende des Tages ihm klarzumachen, dass er dein Kunde werden muss. Ganz, ganz wichtig. Eine der super, super vernachlässigt auch im Verkauf. Aber das macht wirklich auch einen immensen prozentualen Anteil des Umsatzes aus. Da muss man einfach nur hingehen. So, da muss man ein bisschen kreativ sein, wenn man Leute anruft. Aber natürlich irgendeinen Grund. Aber da gibt es natürlich ganz viele Strategien, was man machen kann. So, unter anderem auch in unseren Trainings. Wir haben von Matthias Aumann die Philipp Plein Schuhe bekommen mit den LEDs. Und die kann man halt über die App steuern. Jetzt habe ich einfach die App übernommen. Ich habe die Schuhe von Arm übernommen. Die mal ein bisschen gepimpt, mal den Namen geändert. Greif von seiner App, weil meine nicht funktioniert, greif von seiner App auf meine zu und schreibt da Markus Maulik hin. Sehr geil. Hast du unseren Podcast gehört? Ja, genau. Sehr geil. Ich habe den zerlegt in 2 Tagen, glaube ich. Bin zufälligerweise draufgestoßen. Ja. Ganz kurz, Höhle der Löwen. Ja. 4 Löwen, 5 Löwen. Einer hat was drauf, Thelen. Maschine. Ja. Nicht sympathisch, nicht ganz sympathisch, aber der hat was auf dem Kasten. Dank dir. Das seid ihr in dem Bereich, was ihr da macht. Für das Coaching, für das Ding wirklich brutal. Auch den Kunden wirklich. Ja, warum bist du noch kein Kunde dann? Zeig ich doch gerade. Ich habe mich angefangen, mich selbstständig zu machen vor 3 Jahren. Hab mit einem Kunden Coaching mehr verdient als das ganze Jahr, was ich gemacht habe. Und da bin ich erst drauf gekommen. Und davor habe ich wirklich Stück für Stück Kaffee gehabt, als Offline-Business gemacht. Ja. Dann habe ich was gesucht. Wo ich gesagt habe, hey, wie kannst du das Ding skalieren, wie kannst du wirklich Kohle machen, aber wirklich Kohle machen. Ja. Und dann habe ich das gesehen. Jetzt willst du was kaufen. Jetzt will ich was kaufen, genau. Jetzt will ich das Know-how und die Zeit sparen und wo ihr sagt, Jungs. Was bist du denn bereit zu investieren? Hast du so einen Tipp, den du Leuten mitgeben würdest? In Bezug auf Business. Haltet euch an erfolgreiche Menschen. That's true, man. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Input. Und Scheiß, also. Das ist ein mega wichtiger Input. Vor allen Dingen, fokussiere dich, wenn du jemanden gefunden hast, fokussiere dich auf diese eine Person.
und hör nicht links und rechts, weil das ist zu viel Ablenkung. Aber das ist der Punkt. Also das, weil es spart so viel Zeit. Ich wünschte, ich hätte einen gehabt, der mir genau sagt, hey, so.